Okay. Das ist also die Vergangenheit? Zumindest sieht das hier nach unserem alten Keller aus. Und sieh mich an, ich bin jung. Es sind etwa 10 Jahre, die wir zurückgesprungen sind. Muss ich jetzt aufpassen, dass ich nicht meinen Großvater überfahre und so? Nicht mehr als sonst. Wir sind ja lediglich in deiner Erinnerung. Ah, verstehe. Also kann ich auch ruhig auf Dinosaurier-Eier treten. Wenn du welche findest. Ich weiß, welcher Tag das hier ist. Mein Vater hat mich in den Keller gesperrt, weil ich einen Nachbarjungen geärgert habe. Sein Name war Albert, oder? Alfred. Alfred Marcel. Alfred Marcel? Doch nicht wie Dr. Marcel? Doch, doch. Er ist der Sohn von dem Doktor, der das Irrenhaus leitet. Okay. Ui. Aber das soll uns jetzt nicht weiter stören. Wir sind hier, um dir beizubringen, wie man Schrauben ohne Werkzeug löst. Na dann. Tja, ich muss mich auch erst einmal orientieren. Lass mich bitte anfangen. Wir können uns dann ja abwechseln. Einverstanden? Einverstanden. Was soll dieses Abwechseln? Okay, Harvey kann per Drag and Drop sogenannte Topics auf Edna ziehen, um sich mit ihr darüber zu unterhalten. Will er sie erst später benutzen, kann er sie auch auf der Leiste am unteren Bildrand ablegen. Okay. Zu Edna. Ach du heiliger Bimbam. Ich glaub, ich spinne. Gucken wir mal alles, was wir finden, da rein so. Hotspot-Anzeige, her damit. Fenster. Ich finde die Musik irgendwie toll. Nee, Fenster kann ich nicht. Glas. Karton. Ach du heiliger Bimbam. Einfach mal alles blind links ausprobieren. Farbtöpfe. Tür. Okay, würde man sagen zu Edna, oder? Ach ne, ich muss ja dann Männer die Symbol da reinziehen, oder? Wie war das? Wie haben die das gemeint? So. Und dann irgendwie mit Edna zu interagieren. Reden. Kommst du nicht mit der Hake ans Fenster? Das klingt ja fast so, als wenn das klappen könnte. Wenn du mich ranlässt, kann ich es ja ausprobieren. Okay. Dann mal zu Edna. Nehmen. Hake. Benutze Hake mit Fenster. Okay. Das hat schon funktioniert. Was hätten wir noch? Feuerholz. Vielleicht können wir ja ein Feuer machen. Das wäre sicher lustig. Aber ich habe kein Feuerzeug. Okay. Ofen. Erinnerst du dich an den Ofen, Edna? Ach ja, der gute alte Ofen. Glas. Vielleicht helfen uns diese rostigen Nägel weiter. Wie denn wohl? Ja, so weit bin ich noch nicht mit dem Plan. Karton? Sieh mal, was in diesem Karton ist. Was denn? Jetzt bin ich gespannt. Nichts. Reingefallen. Ach, Harvey. Das war unfair. Vielleicht können wir diese Tücher verwenden. Wozu? Einen Saunaclub gründen? Öl? Vielleicht kriegen wir die Tür ja mit dem Öl auf. Natürlich. Nette Idee. Aber das Öl ist leer. Marmeladen. Vielleicht zerbröselt die Tür ja, wenn wir die Marmelade aus ihrem Glas befreien. So wie die immer roch, mag das gut sein. Aber wir würden noch vor der Tür dran glauben. Denk dran, du bist aus Frotti. Du könntest von dem Geruch Feuer fangen. Was ist mit den Farbtöpfen?
Vielleicht können wir dir ja einen Weg nach draußen malen. Sei nicht albern, Harvey. Nicht albern? Seit wann? Stimmt. Okay. Glas Marmelade. Zurück zu Edna. Ansehen. Sie an Glas. Ein Glas mit rostigen Nägeln. Ach nee, Käse. Bewahrt man. Marmelade war hier unten. Igittigittigittigitt. Nehmen. Igittigittigittigitt. Dann nicht. Benutzen. Lieber beiß ich in einen Heuhaufen. Okay. Ansehen. Da wohnen unzählige Spinnen drin. Da wohnen. Ach, okay, okay. Nehmen. Ich will die Spinnen nicht stören. Ah, schade. Ansehen, Ofen. Der gute alte Ofen. Benutze Hake mit Ofen. Nein, die Hake ist doch noch gut. Wie komme ich denn jetzt hier raus? Sieh an, Fenster. Heute scheint ein schöner Tag zu sein. Reden. Fenster. Hallo? Ist da draußen jemand? Hallo? Scheinbar nicht. Mal zur Tür hochgehen. Ansehen. Schlüsselloch. Mal gucken, ob ich dadurch was erkennen kann. Wow. Das ist unsere alte Küche. Mhm. Okay. Der Anblick allein war es wert, das mit diesem Tempomorph-Dingsbums auszuprobieren. Schrauben. Die Schrauben halten eine Verblendung. Was wohl dahinter ist? Nur wie kriege ich die Schrauben auf? Mit bloßen Händen? Keine Chance. Kai? Hake mit Schrauben. Die eignet sich primär zum Laubhaken. Und weniger, um feinmechanische Manipulationen zu verrichten. Ich soll... Okay. Gehe raus. Das ist sehr interessant hier. Was gibt's denn noch? Boah, so schnell kann man gar nicht rund gucken, ne? Naja, wird schon schief gehen irgendwie in den nächsten Folgen. Jetzt habe ich jetzt... Ich habe nur keinerlei Plan, was ich tun soll. Gar nichts. Ein Anhaltspunkt? Nö. Oder Hake mit Ofen? Nein, die Hake ist doch noch gut. Stimmt, habe ich schon mal ausprobiert. Mit Feuerholz? Die Hake ist doch noch gut. Fenster? Es ist doch schon offen. Harvey? Willst du auch mal haken? Ach, lass mal. Okay. Ah, Moment. Harvey. Ich benutze jetzt mal Harvey. Tür. Schrauben. Schlüsselloch. Klinke. Jo, das war's hier. Genau, dann interagieren wir jetzt mit Edna. Hast du schon die Klinke gedrückt? Langsam glaube ich, das mit dem Tempomorphen war doch keine so gute Idee. Du weißt ja gar nicht, wie ich hier rauskomme. Das weiß ich allerdings auch nicht. Ich schaff das schon. Und dann kommst du auch wieder in der Gegenwart weiter. Okay, Schlüsselloch. Vielleicht müssen wir etwas finden, das in das Schlüsselloch passt. Mal überlegen. Vielleicht so etwas wie... Ein Schlüssel. Den Schlüssel? Mann, hast du eine Laune. Tut mir leid, Harvey. Ich hatte mich nur so auf die Vergangenheit gefreut. Und jetzt kriege ich nur diesen miefigen Keller zu sehen. Ich finde schon einen Weg. Keine Sorge. Schrauben? Hey, Edna, ich habe die Schrauben gefunden. Du musst die Schrauben lösen, um hier rauszukommen. Ach was, das hilft uns nicht wirklich weiter, oder? Jetzt stehen wir doch vor genau demselben Rätsel wie in der Gegenwart. Ja, ich guck mich mal weiter um. Aha. Ich hab's dir versprochen. Ich bringe uns hier raus. Edna, aha, hilfst du mir kurz hoch? Ja, ich denke, das kriege ich hin. Das klingt sehr interessant. Ei, Caramba, das ist echt interessant. Das ist mehr als interessant. Hehehe.
So, ich mache jetzt erstmal Schluss für heute hier und dann sieht man sich hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Sayonara!